Was wird auf der Bundesfrauenkonferenz in Leipzig diskutiert? Das Motto unserer Bundesfrauenkonferenz ist Arbeit geschlechtgerecht und deswegen wird es auch um alle Fragen rund um Arbeitsmarktpolitik gehen, um Alterssicherung, um Armut, um natürlich auch die spannende Frage der Rentengerechtigkeit, wie diese aussehen kann, aber auch darum, wie Frauen tatsächlich nicht nur Aufstiegsmöglichkeiten bekommen können am Arbeitsmarkt, sondern eben gleichberechtigt bezahlt werden, gleichberechtigt in Führungspositionen vertreten sind und eben natürlich auch den Beruf ausüben können, den sie gerne ausüben möchten. Und über all das werden wir mit ganz unterschiedlichen Frauen ins Gespräch kommen. Wo siehst du Kontroversen? Kontroversen, denke ich, finden sich schon allein, wenn man jetzt die Rentendebatte sich betrachtet, an diesem Punkt. Hier haben wir ja einen Vorschlag gemacht, nämlich eine Garantierente tatsächlich zu etablieren, die eine Mindestabsicherung garantiert. All das wird allerdings nicht ausreichen. Wir werden mit Sicherheit auch über die Frage von Mindestlöhnen streiten. Wir werden über Lebenskonzepte diskutieren müssen. Wir werden auch über Zeitpolitik diskutieren und streiten können. Und natürlich um die Frage der eigenständigen Existenzsicherung. Denn nach wie vor ist es ja so, dass Frauen oftmals als abgeleitete Wesen mehr oder weniger gesehen werden, sprich beispielsweise, wenn wir uns die Versicherungen anschauen, wenn wir uns aber auch das gesamte Steuersystem anschauen. All das wollen wir diskutieren, denn wir werben natürlich für eigenständige Existenzsicherung von Frauen, von Männern und auch für Gleichberechtigung. Und da gehört all das mit dazu. Warum habt ihr Leipzig als Ort für die Bundesfrauenkonferenz ausgesucht? Wir tagen in der Garage in Leipzig und das Motto ist ja ein Arbeitsmotto, Arbeit geschlechtgerecht. Wir haben uns Leipzig ausgewählt, weil es zum einen eine ganz große, eine lebendige Stadt in den sogenannten neuen Bundesländern ist. Wir haben uns Leipzig ausgesucht, weil wir denken, dass Leipzig auch eine Stadt ist, in der Vielfalt gelebt wird, wo tatsächlich eine andere Sozialisation auch über viele Jahrzehnte stattgefunden hat und wo Kommunikation sehr gut funktioniert, insbesondere auch an diesem Ort. Und deswegen glauben wir, dass in Leipzig sehr viel zusammenkommt. Zum einen eben die Ostsozialisation, die ja Frauen auch heute noch prägt. Dann natürlich auch der Ort, der sehr zentral liegt. Manche wissen das immer noch nicht, aber Leipzig ist sehr, sehr zentral erreichbar. Und zum Dritten meinen wir, dass es einfach eine große Stadt ist, in der noch nie eine Bundesfrauenkonferenz stattgefunden hat, in einem der neuen Bundesländer. Und deswegen ist Leipzig der genau richtige Ort.